Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernvideo. Heute stellen wir uns die Frage, aus was wird überhaupt Farbe hergestellt? Also los geht's! Man kann Farbe auch natürlich herstellen. Mit Früchten, Gemüse und Pflanzen. Grün kann man mit Brennnesseln machen. Man braucht 300 Gramm Brennnesselblätter. Die muss man dann 30 bis 45 Minuten im Wasser köcheln lassen. So wird ganz natürliche Farbe hergestellt. Man kann Farbe auch unnatürlich herstellen, zum Beispiel Wandfarbe. Sie wird aus Mineralöl, verschiedenen Kunststoffen und Farbstoffen wie Indigo oder anderen hergestellt. Um Wandfarbe überhaupt herzustellen, braucht man so eine Art Mixer. Das Mixen dauert sicher etwa 1 bis 2 Stunden. Am Schluss fügt man dann noch die gewünschten Farbstoffe hinzu. Die Farbe wird jetzt erhitzt. So stellt man ungefähr Wandfarbe her. Man kann Wasserfarben auch natürlich herstellen. Dazu benötigt man Natron, Tafelessig, Speisestärke und ungiftige Lebensmittelfarbe. Wir hoffen, ihr habt etwas gelernt. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bye!